Hi, hallo, ich bin's Elena. Wir machen genau da weiter, wo wir beim letzten Putz mit mir aufgehört haben. Und zwar im Bad. Wir hatten ja letztes Mal das Schlafzimmer großputz durchgeputzt, also richtig durchgeputzt. Und heute zeige ich dir auch so ein paar typische Ecken. Hier siehst du bereits zwei und die dritte siehst du jetzt gleich im Anschluss. Die, um die ich mich heute auch unbedingt kümmern muss. Ja, ne? Reden wir nicht drüber. Wir haben noch ein paar andere Ecken. Und ich hoffe, dieses Video gefällt dir. Ich halte nichts hinterm Berg. Du siehst wirklich alles. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Und lass mich mal so deine versteckten Ecken im Bad in den Kommentaren wissen. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ich würde sagen, wir legen los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich würde sagen, wir kümmern uns auch gleich um das fiese, böse Corpus Delicti und die geheimen Ecken Nummer 1 und 2, nämlich diesen Wasserhahn und unserem Waschbecken. Ich habe mir ja die Zahnbürste von Liam aufgehoben, als er sich eine neue genommen hat und die nehme ich jetzt sehr gerne zum Putzen. Nachdem ich meinen DIY-Glasreiniger dort draufgesprüht habe, nehme ich meine Zahnbürste, oder besser gesagt die Putzzahnbürste, auf der befindet sich ein ganz kleiner Schuss Spülmittel und dann schrubbel ich den Spaß hier auch wirklich mal durch, ne? Also so einmal alles bitte. Und wie du siehst, sämtlicher Bart-I und löst sich. Und darüber bin ich immer schon sehr dankbar. Im Endeffekt brauchst du keine Hardcore-Putzmittel mit sonst was für Chemiekeulen. Mein DIY-Glasreiniger besteht aus Essigessenz, ein Drittel und zwei Drittel Wasser. Und wenn ich dann so grobe und fiese, böse Verschmutzungen reinigen muss, dann nehme ich immer noch einen ganz kleinen Tropfen Spülmittel auf, zum Beispiel eine Zahnbürste. Und dann ist das auch wirklich ratzfatz erledigt und noch sauber. Gleiches gilt da hinten für diese Silikonfuge zwischen Wand und Waschtisch. Und wenn ich die Zahnbürste eh schon sauber mache, kann ich auch gleich direkt den Wasserhahn so, direkt auch nochmal dieses Gitter, was sich da im Wasserhahnausguss befindet, sauber machen. Und wie du siehst, ein bisschen Wasser und das war's dann auch schon. Das Ganze ist dann auch schon sauber erledigt und es ist kein Kalk mehr da, kein irgendwas. Natürlich hätte ich jetzt auch noch da, wo das Wasser rauskommt, diesen Anschluss noch richtig putzen können. Ich mache das jetzt dann gleich im Anschluss und fertig ist es. Und es hat wirklich den super Abperleffekt. Wie du sehen kannst, ist jetzt hier kein Dreck mehr, kein Dreckrand, keine Seifenreste und wie gesagt, um die Anschlussfuge, diese leckere Silikonfuge da hinten, um die kümmere ich mich dann natürlich auch noch gleich, nur mit ein bisschen Spülmittel und der kleinen Zahnbürste. Und jetzt aber als erstes mal den Spiegel. Dazu nehme ich den Glasreiniger, den ich ja selber mache. Wie gesagt, ein Drittel Essigessenz, zwei Drittel Wasser. Ein Bambuslappen, der nichts verkratzt und los geht's. Und dann kann man sich auch nebenher nochmal so kurz die Friese richten. Und auch hier diese Griffe bedürfen gelegentlich mal ein bisschen Zahnpasta oder besser gesagt der Zahnbürste. Und wenn ich eh schon dabei bin, komm, dann kann ich auch mal ganz schnell die ganzen Glasregaleinsätze und die Spiegel von innen, die da an den Dingern sind, noch putzen. Dieses Bad bleibt natürlich nicht so. Das ist noch das Originalbad von den Vorbesitzern. Im Moment leben wir aber damit. Auch wenn sich unten schon an den Schränken dieser Überzug in diesem schicken Mint verabschiedet, der war schon defekt und bricht halt jetzt immer mehr auseinander. Aber gut, damit können wir erstmal leben. Denn unsere Prämisse ist ja, wie du sehen kannst, erstmal den Flur im ersten Stock und auch im Erdgeschoss, danach das Gästezimmer und dann erst unser Bad. Denn wir möchten, dass unser Gästezimmer auch ein eigenes Bad hat. Ein bisschen Spülmittel und jetzt wird es richtig lecker. Ja, wo sind meine langen Haare? Wo bleiben die ganzen Seifresten hängen? Natürlich in diesem Ausguss. Also im Ablauf, in diesem Stöpsel-Ding. Und das hat ja so viele fiese kleine Ecken. Zahnbürste, los geht's und fertig. Sieht aus wie neu, ist überhaupt nichts mehr dran. Die Haare sind auch gleich entfernt und jetzt kann ich mich dann auch gleich um diese Silikonfuge da hinten kümmern. Wie du siehst, die hat sogar ein bisschen Wasser ausgereicht. Einmal alles nochmal abwischen.
Und dann sieht das wirklich aus wie neu. Und natürlich darf ich auch nicht vergessen, unter dem Badschrank nochmal abzuwischen. Das muss ich nämlich auf beiden Seiten machen. Und natürlich habe ich wieder an den Spiegel gespritzt. Und hier siehst du, wie ich unten drunter auch gleich abwische. Für mich gehört es dann auch dazu, wenn ich ja Großputz mache. Also das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, ja, bei Bedarf. Ne? Also hier die ganzen Fliesen überall abwischen, von oben bis unten. Denn dieses Bad ist auch gefliest wie eine Metzgerei. Also wirklich von oben bis unten. Vom Deckenansatz bis wirklich runter. Hier siehst du, bricht mir dann auch gleich nochmal was ab. Denn das kann sie, die liebe Alena. Und auch mal überall die ganzen Kanten oben sauber machen. Und wie du siehst, der Raum ist nicht groß. Das heißt, Koda kann vor der Tür liegen und mich dort hüten. Denn er weiß ganz genau, ich komme so schnell nicht raus, bis ich die Pflanzen aus der Wanne räumen kann. Damit ich nämlich die Badewanne sauber machen kann und die ganzen Fliesen, die sich auch an der Wand befinden. Und das hatte es wirklich auch bitter nötig. Jetzt war natürlich die Badewanne innen drin nass, weil Pflanzen habe ich ja abgeduscht. Ich nehme jetzt hier auch den DIY-Glasreiniger. Ich könnte auch den Allzweckreiniger nehmen und wische dann die Fliesen ab. Ich habe mich dann wirklich auch gleich noch dazu entschieden, das Ganze mit einem trockenen Lappen dann nochmal nachzuwischen und mich auch tatsächlich in die Wanne zu stellen, denn damit ich bis an die Deckenanschluss oder bis an den Deckenanschluss komme, das war wirklich bitter nötig und habe dann auf den Baumwolllappen verzichtet und habe das dann schnell mit einem ganz normalen Geschirrhandtuch gemacht, weil es dann für mich einfach schneller ging. Und unten bei den Armaturen merke ich eben, wenn ich da drüber gehe mit einem Lappen, okay, hier ist eine Kalkablagerung, da muss ich dann nochmal, wie du siehst, ne, war nötig, denn auch hier klebt der Baustaub, auch wenn es glatte Oberflächen sind. Da merke ich dann schon, dass dann eben diese Kalkspritzer sind und da nehme ich dann eben doch nochmal den Baumwolllappen, weil der das einfach viel besser löst, wie ich finde. Ein bisschen Spüli darf natürlich auch nicht fehlen, um die ganzen Seifenränder aus der Wanne rauszuholen und auch wegzuputzen. Und Spülmittel bricht die Oberflächenspannung beim Kalk und dann kann die Essigessenz mit dem Wasser wunderbar wirken. Und das Ganze spüle ich dann natürlich im Anschluss noch einmal ab. Ich habe hier ein ganz normales, günstiges Spülmittel genommen von Domol, was ich eben da hatte und kann dann hier auch gleich nochmal nachpolieren. Also dieses Bad wird auf Dauer nicht so bleiben, ist ja klar. Ne? Wir wollen das dann noch ein bisschen anders haben. Ich habe nebenher wieder Musik gehört. Es gab Nickelback und Omp. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert, an die Band Omp. Ich habe fleißig mitgesungen. Ich bin sehr froh, dass Koda das anscheinend nicht stört und kann dann auch hier die ganzen Seifenreste, den ganzen Kalk, die ganzen Fusseln, den ganzen Staub, die ganzen Haare entfernen. Koda hart ohne Ende und ja, da ist mir auch was abgegangen. Dieser Stöpsel, womit man dann umschalten kann von normaler Armatur auf Brausearmatur. Und den konnte ich einfach wieder draufschrauben. Schön ist es. Auch hier musste ich tatsächlich mit dem Lappen an die Pflanze ran, denn nach einer gewissen Zeit reicht es eben bei einer gewissen Menge an Baustaub und hoher Luftfeuchtigkeit oder öfter mal Luftfeuchtigkeit eben im Bad eben nicht mehr ganz normal die Pflanze so abzuspülen, sondern, also mit in der Wanne besser gesagt, sondern da muss ich wirklich mal mit dem Lappen ran. Und ja, gelegentlich hat es mich gepackt. Aber solche Sachen möchte ich auch ganz gerne drin lassen, weil so bin ich nun mal. Dann möchte ich mich als nächstes hier auch um diese Pflanzen kümmern und auch um das Dachfenster. Ich habe immer Angst, wenn ich diese Dachfenster putze, wenn ich die dann praktisch auch von außen putzen will, dass ich die irgendwie aushänge oder aus dem Fenster falle. Drum stelle ich mich da wahrscheinlich an, wie der erste Mensch auf Erden. Von innen ist es jetzt schon mal sauber, jetzt hänge ich es ganz vorsichtig, drehe ich es wirklich rum. Und dann nehme ich einen Lappen mit aus dem Eimer, wo ich Wasser drin habe, einen Spritzer Spüli und einen guten Schluck Essigessenz und wische dieses Fenster ordentlich ab, weil von außen haben wir einen Blütenstaub an dem Fenster und von innen haben wir überall Baustaub, also es ist grandios. Und nachdem ich dann hier ganz vorsichtig das Fenster wieder rumgedreht habe, kann ich es auch noch einen kleinen Spalt offen lassen. Auch hier muss natürlich sauber gemacht werden bei Großputzsachen. Ne? Bin ich auch immer eine der Personen, die dann bei den Pflanzen sämtliche Blätter runtermacht, die nicht mehr schön sind. Gelegentlich vergesse ich auch mal so ein, zwei Pflanzen zu gießen und dann kriegen sie braune Blätter und das sieht dann nicht so wunderschön aus. Und darum kümmere ich mich dann eben auch darum. Hier diese Drückerarmatur von der Toilette, die habe ich bereits schon letztes Jahr weiß lackiert, also weiß ich, wie sie abgeht. Dann kann ich dahinter nämlich auch gleich mal putzen, weil an diesem Rand, wie du gesehen hast, hinter dieser Armatur ist es auch dreckig.
Und wenn ich das sowas dann weiß, dass es da dreckig ist, dann lässt mir das keine ruhige Minute. Also, das ist wieder so eine versteckte Geschichte. Ich weiß, dass es sie gibt und da wird kein Mensch dahinter gucken. Aber der innere Monk, ja, der, nein, das kann ich nie machen. Auch hier rund um die Toilette wische ich einmal alle Fliesen ab. Dann mache ich die Toilette natürlich auch von außen einmal sauber. Von innen habe ich wieder rausgeschnitten. Während jetzt dort die Essigessenz meine Toilette desinfiziert, kann ich auch ganz, ganz fix meine Pflanze, die daneben steht, abstauben. Auch hier habe ich tatsächlich jedes Blatt einzeln gemacht, denn war einfach dringend nötig. Und dann kann ich meine Toilette von außen putzen, nachdem ich hier die Fliesen trocken gerubbelt habe. Und dann kann ich auch gleich im Anschluss meine Toilette einmal von innen sauber machen. So, jetzt ist die Toilette von innen auch endlich wieder sauber, worüber ich sehr froh bin. Ich mache jetzt die Kamera aus und wasche mir mal meine Hände und die Lappen gehen auch gleich in die Wäsche und sind dann eine Einzelwäsche mit den ganzen Putzlappen vom Schlafzimmer zusammen. Du siehst, es hat sich gelohnt, denn das Wasser war schon in einer sehr interessanten Farbe. Und dann kann ich hier jetzt so die letzten Handgriffe erledigen, nochmal auch den Badmülleimer von außen einmal richtig abwischen und auch von unten drunter. Denn da bleiben auch sehr gerne Staub und Haare einfach kleben an diesem Rand. Dann kann ich wieder meinen Staubwischer oder besser gesagt meinen Nasssauger bemühen. Der saugt und wischt in einem. Kann auch gleich schön in die Ecken gehen. Ich habe auch sämtliche Acrylfugen zwischen Boden und Wandanschluss einmal alle noch abgewischt. Kann jetzt noch nebenher ein paar Fusseln entfernen, die mir noch so auffallen, weil ne, ich bewege mich ja auch in dem Raum und auch ich habe Hundehaare an meiner Kleidung, die normalerweise beim Waschen rausgeht. Aber wenn ich dann eben putze, dann habe ich die Klamotten eben auch mit dran. Und ja, dann kann ich warten, bis mein Badboden getrocknet ist, alles wieder an seinen Platz räumen. Und dann habe ich tatsächlich ein komplett sauberes Badezimmer. Die Heizung, also wirklich von der Decke bis zum Boden, ist jetzt alles wieder tippitoppi sauber. Kein Kalk, kein Staub, keine Haare. Keine versteckten Dreckecken mehr, keine Seifenränder, die ich nicht haben will. Gut, die eine Ecke machen wir dann nochmal. Genauso gehe ich dann auch wirklich in der Badewanne bei dem Abfluss vor. Also das ist im Endeffekt nichts anderes. Da mache ich das genauso, wie ich es beim Waschbecken gemacht habe. Die Toilettenpapierrolle hängt endlich mal wieder da, wo sie hingehört. Und ich bin froh, dass ich es hinter mir habe und ich freue mich heute Abend schon in diesem super sauberen Badezimmer dann wirklich baden gehen zu können und mich dafür zu belohnen, dass ich hier heute so tapfer war und durchgehalten habe. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss, deine Alena.